Wappita, wappita, wappita. Bla, bla, bla. Ogli, ogli, ogli. Natürlich sagte ich nur... Guba, guba, guba. Guba, buba, bluba. Blub, blub, blub. Guba, guba, guba. Bala, bala, bala. Schöne Konversation. Jappa, dappa, du. Buba, buba, bluba. Da sagte sie... Wow, wow, wow. Ogli, ogli, ogli. Da konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen... Guba, guba, guba. Da sagte sie... Wappita, wappita, wappita. Wappita, wappita, wappita. Jada, jada, jada. Ogli, ogli, ogli. Da konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen. Buba, buba, bluba. Ja, hat das auch mal. Adieu. Ende. Hat das auch mal ein Ende. Fühl dich wie zu Hause. Mrs. Häuptling? Ja, Mausi? Es muss was Urkomisches haben, mit unserem Häuptling verheiratet zu sein. Oh, na, so toll ist das auch nicht. Sicher, man ist andauernd auf Reisen, aber manchmal fühlt man sich einsam. Ja, gestern erst habe ich zu meiner Psychiaterin Nancy gesagt, Nancy, manchmal ist das etwas einsam, an der Spitze zu stehen. Dann wagte sie zu sagen... Wappita, wappita, wappita. Hast du Bruno gesehen? Bruno? Nun, ich und Mr. V haben kleinen Bruno schon gekannt, als er noch so klein war. Bruno ist ein Goldjunge, das ist er. Der netteste, gütigste Yeti auf Erden. Dumm wie ein Stück Brot, gebe ich ja zu, aber gütig. Nun, gerade gestern erst habe ich zu meiner Maniküre Kimi gesagt, Kimi, Bruno muss die dümmste Kreatur sein, die je das Licht dieser Sonne erblickt hat. Und darauf sagte sie... Wappita, wappita, wappita. Hast du Trixie irgendwo gesehen? Trixie? Nettes Mädchen, ein wunderbares menschliches Wesen. Opfer der Modeindustrie natürlich, aber so freundlich. Erst letzte Woche sprach ich mit Katie, meiner Farbberaterin, und ich sagte zu ihr, Katie, diese Trixie könnte keinen Bonus von einem Sarung unterscheiden und wenn ihr Leben davon abhänge. Ja, stellen wir mal dich in Frage. Da sagte sie... Bla, bla, bla. Du hast nicht Conroy Bumpus hier irgendwo rumschleichen sehen? Der international bekannte Country-Western-Star Conroy Bumpus? Ich habe all seine Alben. Er ist für mich das Größte. Kommt gleich nach geschnittenem Brot. Er ist der talentierteste Entertainer des 20. Jahrhunderts. Er ist ein unmoralischer Kretin, sicherlich, aber Junge, kann der singen. Ich sprach gerade erst mit meiner Chiropraktikerin Karen. Das war letzten Monat und ich sagte, Karen, dieser verächtliche Conroy Bumpus hat doch eine wunderschöne Stimme. Und darauf sagte sie... Wow, wow, wow. Adieu. Fühl dich wie zu Hause. Gut. Sehr informativ. Stopp. Tut mir leid, Süßer, aber nur die Oberhäupter haben Befugnis, den Poolbereich zu betreten. Auch gut.
Das heißt, da kommen wir schon mal nicht weiter in den Poolbereich, wo wir Bruno vermuten. Was hat er noch zu sagen? Sag, mein großer, stinkender Freund, wo hast du dich in den letzten paar Jahren versteckt? Versteckt? Mann, ich habe die letzten 8 Jahre in so einer albernen Versenkmich-Kabine verbracht. Wenn Bruno und seine Freundin mich nicht befreit hätten, wäre ich immer noch dort. Also das ist der Typ vom Golfplatz. Sag, mein großer, stinkender Freund, wo hast du dich in den letzten paar Jahren versteckt? Also gerade über dasselbe. Versteckt? Mann, ich habe die letzten 8 Jahre in so einer albernen Versenkmich-Kabine verbracht. Wenn Bruno und seine Freundin mich nicht befreit hätten, wäre ich immer noch dort. Dein Appetit ist ja noch gewaltiger als meiner. Hey, Mann. Wenn du die letzten 8 Jahre auf Brot- und Wasserdiät gewesen wärst, dann würdest du jetzt auch alles runterschlingen, was dir in die Finger kommt. Na, das stimmt allerdings. Man merke, die Menschen in diesem Spiel sind böse. Sag, wo sind all die schnuckligen Yeti-Bräute? Bleib locker, Max. Du magst doch gar keine Mädchen. Mag ich nicht? Hast du... irgendwie, führst du Diskussion mit deinem Bauchnabel? Nein. Hast du Bruno irgendwo gesehen? Ich habe den Kerl nicht mehr gesehen, seit er mich gerettet hat. Ich hörte, er versteckt sich vor einem verrückten Bären und einem Kaninchen, die ihn an einen Zirkus verkaufen wollen. Hund, nicht Bär. Bär? Was war das? Ein Furz. Hast du irgendetwas von Trixie gehört? Ich glaube, sie versteckt sich mit Bruno. Hast du Conroy Bumpus irgendwo gesehen? Ist das der Kerl, der den Ausdruck Hasta la Vista prägte? Nein, er ist ein Country-Western-Star, der völlig abgetillt ist. Wie Heino? Ich wollte dich nicht vom Essen abhalten. Schon in Ordnung, Mann. So, das heißt, wir haben nur die Wahl, durch diese Tür zu gehen. Und uns erstmal den Eispickel zu schnappen. Das ist ein Eispickel. Chateau Yeti 92. Ich bezweifle, dass der Eispickel den Korken... Ja, der Eispickel kann den Korken leider nicht entfernen. Gehen wir nochmal zurück. Wenn wir können. Keine Bewegung, du Yeti-Vieh. Können wir nicht. Wen haben wir denn da? Einen Yeti. Mann, ist das ein mageres Exemplar. Einen Yeti in der Hand zu haben, ist besser als 2 im Busch, Lee Harvey. Entschuldigung, Boss. Schon gut, alter Kumpel. Jetzt sei ein guter Junge und hol das Netz aus dem Bus, ja? Jawohl, Mr. Bumpus. Beweg dich nicht! Gut. Wir haben nur die Wahl. Beweg dich nicht! Uns zu enttarnen. Beweg dich nicht! Müssen wir dazu Max benutzen? Beweg dich nicht! Was hast du jetzt vor? Ich werde dich in meine Tierschau nehmen, du dämlicher Yeti, du! Wo haben Sie das Toupet her?
Ich sage das nur einmal, also hört gut zu. Ich trage kein Toupet. Natürlich nicht. Schau nur, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Netter Versuch. Ja, Monkey Island. Ich kann nicht in ihre Tierschau. Ich kann kein Instrument spielen. Du wirst staunen, wie sehr ein paar hundert Volt den Lernprozess beschleunigen. Nein, ehrlich, wo haben Sie dieses neue Toupet her? Sonst noch Fragen? Warum quälen Sie harmlose Yetis? Harmlos? Harmlos? Meine Eltern wurden von einem wilden Yeti getötet. Wirklich? Nun, nein. In Wirklichkeit bin ich nur ein verschrobener, böser Kerl, der seine Freude daran hat, süße Waldbewohner zu quälen. Auch gut. Nun, das ist auch ein guter Grund. Wo haben Sie eigentlich diesen britischen Akzent her? Eigentlich komme ich aus Liverpool. Igitt. Ich bin kein echter Yeti, wissen Sie? Erzähl mir noch einen. Damit kommen Sie nicht weit. Oh, ich hab solche Angst. Oder müssen wir wieder Sam mit Max mit dem Ding verbinden? Vielleicht wird dich das überzeugen, dass ich kein Yeti bin. Hier schon wieder. Mist, ich habe das Netz in Bumpusville gelassen. Vergiss das Netz, wir werden uns als Yeti verkleiden. Warum? So können wir sie infiltrieren und alles über sie erfahren, um sie dann einzusacken. Oh. Und keine Scherze, Hundevieh. Yeah. Ja. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Mit diesem Conroy will ich jetzt nicht sprechen, basta. Hilf mir mit dem Reißverschluss. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Nimm deinen Zeh aus meinem Ohr, du Trottel. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hilf mir mit dem Reiß. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey Max, wieso machst du dich nicht mal nützlich? Das war lustig. Nun können sich zukünftige Generationen an seinem atonalen Singsang erfreuen. Sind hier noch ein paar Schrimpskugeln? Wer seid ihr? Wir sind die Freelance Police. Wir haben gerade euren gesamten Haufen gerettet. Wirklich? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn ich euch zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber ernenne. Geht hier lang. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Obwohl es Tradition ist, dass nur Yetis und eine Begleitperson zu unseren Partys zugelassen sind, haben sich diese zwei uns gegenüber als loyale und vertrauenswürdige Personen erwiesen. Das sind naive Kerle.
Und so ernenne ich sie zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber. Also, legt euch nicht mit ihnen an. Das ist alles? Geehrte Yeti-Häuptlinge? Wo bleibt die Knete? Wir haben doch mehr als genug Geld, Max. Wir wollen kein Yeti-Geld, Max. Vielleicht ist es aus Baumrinde gemacht. Das auch noch. Ja. Ich weiß, aber ich sage so etwas aus Prinzip. Ihr dürft euch jetzt frei im Tagungsraum bewegen, ohne Angst um eure Gesundheit haben zu müssen. Hey, danke. Gern geschehen. Folgt mir. Aus aller Herren. Da ihr euch selbst als Freunde der Yeti bewiesen habt, habe ich euch hergebracht, um unser größtes Geheimnis zu teilen. Diese großen Totempfähle wurden aus aller Herren Länder zusammengetragen und von Yeti-Generation zu Generation weitervererbt. Wie Obstkuchen. Wir glauben, dass sie die Lösung für unsere Rettung bergen, aber das Geheimnis ihrer Nutzung ist ein Rätsel, das wir niemals gelöst haben. Ganz schön kompliziert. Wie Obstkuchen. Es ist wirklich kompliziert. Bruno. Wie Obstkuchen. Keine Lust zum Feiern? Wer kann schon feiern, wenn seine Welt zusammenbricht? Offensichtlich die meisten deiner zotteligen Brüder. Und ich sagte noch, lass den Whisky aus der Bowle. Ich dachte, es würde unserer Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen. Kein Wunder, dass wir vom Aussterben bedroht sind. Okay, Jungs, hier der Lagebericht. Der Yeti Way of Life geht zurzeit den Bach runter. Diese Totempfähle könnten uns retten, aber A, keine Ahnung, was sie bedeuten. B, die meisten von uns haben zu lange gefeiert, um darauf zu kommen, wenn ihr mich versteht. Und C, wir Yetis haben es ziemlich schwer, uns in der Öffentlichkeit zu bewegen, wie ihr wisst. Wir würden ja nicht um Hilfe bitten, aber wir sind verzweifelt. Nun, wegen sowas werden wir meistens gebucht. Warum also nicht? Großartig. Warum löst ihr drei nicht das Geheimnis? Ich gehe so lange zur heißen Quelle. Ja. Wir können uns die Totems mal kurz angucken. Was ist das? Eine Art Tornado? Was ist das? Eine Art Tornado? Zahnmedizin? Ein Schutzpatron der Yetis? Sieht wie ein Vorher-Nachher-Bild aus. Ja, also wenn man genau hinguckt, ist es eine Hand mit einem Wirbelsturm. Dann ein Tyrannosaurus mit einer Zange. Ein Schutzpatron der Yetis mit Gemüse. Und, ja, wie er sagt, ein Vorher-Nachher-Bild mit Haar. Ja, das ist Bruno, der wahrhaftige heilige Gral unserer Mission. Okay, Sam, er ist hier, wir sind hier, lass uns gehen. Wartet, wohin denn? Zurück zur Kirmes, abkassieren, du großer Klumpen. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd, ich bleib genau hier stehen. Max. Ja? Vielleicht sollten wir eine Weile warten, bevor wir Bruno seinen gutmeinenden, wenn auch schrecklich seltsamen Besitzern zurückgeben. Wieso? Weil ich eine seltsame, verdrehte Vorahnung habe, dass etwas Wichtiges mit den Yetis passieren wird. Mhm. Und es wäre nett, Bruno daran teilhaben zu lassen, bevor wir ihn wieder in einen Eisblock verbannen.
Du wirst weichherzig, Sam. Wir haben uns entschieden, dich bis zum Ende der Versammlung auf freiem Fuß zu lassen. Hey, danke. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? Ja, fragen wir doch Bruno aus. Oh, ihr Totems. Nein, wir fragen Bruno in der nächsten Folge aus. Ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Gut. Ja, wird mal wieder Zeit zu speichern. Also, Let's Play überschreiben. Und da gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.